Hallöchen und willkommen zurück. So, gut, wir haben jetzt hier die ganzen Kack-Aufträge hier angenommen. Deswegen müssen wir jetzt mal eben ein bisschen sondieren. So, weil wir sind ja hier die Hauptmission am Machen, gefangen in der Liebe. Und perfekt, da unten ist noch eine Nebenmission. Hier ist die Hüter des Bruders. Dann noch ein Wegpunkt. Hier ist dann auch noch. Was? Put Open Ford oder so? Ja. Alles klar. Gut. Wir müssen dahin, wo ich schon zweimal hingestürzt bin. So, wie ist denn Wie hier, es mir hier? in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Okay. Okay, wir sollten hier so vorsichtig. Ja, jetzt. Oh, hier sind Gegner. Okay. Und wir müssen mit. Okay. Alter, aber. Okay. Incendio. Ich bin. Nein, 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 nein. Incendio. Protego. Incendio. Incendio. Ja, hier. Spam. Okay, hier brauche ich auch Schloss. Oh ja, hier wollte ich ja auch gar nicht hin. Ja, und was für Gegner waren hier unten? Protego! Ja, schreit doch noch lauter rum. Bei den Drachen. Incendio. Levioso. Accio. Nicht bereit? Expelliarmus, Levioso. Ja. Bam. Ja, ich renne jetzt hier in ein Gebiet, wo überall gefühlt Gegner sind. Hier unten. Levioso. Aha. Irgendwie durch Fallschaden oder. Und hier unten. Oh, irgendwo wie welche. Will ich aber nicht, sonst, wenn ich so anfange, renne ich jetzt hier von Gegnerwelle zu Gegnerwelle. Ich muss in die Richtung. Ich will wissen, was die da hinterlassen hat. Ach, Scheiße, rückwärts. Okay, hier kann ich noch so einen Schädel aufsammeln. Okay, Inferni sind also echt scheiße. Die muss man erst mit Feuer treffen. Aber die halten nicht viel aus. Gott sei Dank. Was muss ich hier durch die Mondstein? Nehme ich. Mondstein, nehme ich. Ja, das habe ich irgendwo gelesen, dass das wohl noch, dass dieses scheiß Mondstein voll wichtig wird. Weil man das wohl. Warte, wie steht das da? Zweifellos schon lange verlassen. Also, hier, das. Ich kann ja hier einmal mit einem Revelio Revelio. hingehen, aber ich glaube, hier war ich schon. Von hier bin ich ja gekommen. Obwohl.
Ja, von hier bin ich gekommen. Zack, so. Jetzt stehen wir hier neben. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Löschen. Ja, weh, Leo. Okay. Bin da. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich vor der Höhle lande, wo ich hingefallen bin? Euer Ernst? Nee, doch nicht. Okay. Das muss der Ort sein, von dem Annie erzählt hat. Revelio. Gieß. Vor der Tür einmal. Jetzt ist ja hier noch so ein Röllchen oder so. Okay. Hier war ja ewig niemand mehr. Aber. Revelio. Okay. Ach. Du Scheiße. Akio. Nein, so geht's nicht. Okay, das ist auch lustig. Ich mach so und es werden nur die angezeigt, die ich auch wirklich rausziehen muss, damit ich... Akio. Mich überlistest du nicht, Jackdaw. Wo ist der? Oh, da ist was passiert. Ja. Gut, Ja. Incendio! Da liegen hier einfach so random 7. Hier muss ich in den Incendio werfen. Komm. Ihr verpisst euch, Iritis. Akio! Jetzt. So, gut, habe ich. Hier nochmal eben reingucken. Habe ich. Frag mit Prägung. Aha. Gut, Tür ist noch los. Revelio. Mal Revelio eben überprüfen, ob ich hier nichts wirklich vergessen habe. Hä? Da war ich doch. Oder ist das schon neu gespawnt? Die 7 habe ich da garantiert. Okay, hier ist der Hinweis. Auch gut gemacht, dass mein Rätsel gelöst. Ich wusste, dass du und die Einzige, mit der ich meinen Abenteuer teilen kann, trifft mich am Rande des verbundenen Zweifels. Zeig dir die Karte, von der ich erzählt habe. Wohin sie führt? Die Peace aus dem Geheimgekriegen hat niemand sonst schien. Das finden zu können, bla, ja, ja, PS, ich bin froh, dass du das, denn sonst wäre ich allein gegangen, das wäre kein sehr großer Spaß geworden. Eine Notiz von Jackdaw. Anne hat sie nie gefunden. Wie starb er? War sie unschuldig? Also, aktuell würde ich sagen, ja. Sie war unschuldig, also sie war ja nie da, dann. Das sollte ich untersuchen. So. Ist das der Geist? Könnte der Geist Kann sein. Kann das sein? Hat jemand nach all den Jahren mein Rätsel gelöst? Wirklich gut gemacht. Richard Jackdaw, stehe zu Diensten. Der Richard Jackdaw? Geist. Ich hörte, du wärst vor Jahren verschwunden. Das solltest du mir erklären. Ach ja? Das war mein Rätsel, das du gelöst hast. Was machst du hier? Die Ex-Aurorin Helen Thistlewood erzählte von einer Karte, die du gestohlen hast. Und Anne sagte was von einer Höhle. Du hast Anne gesehen? Sie brach mir das Herz. Ich musste ohne sie weiterleben. Das ist für sie wohl auch besser. Darf ich fragen, wie es ihr geht? Nicht gut, fürchte ich. Sie kam wegen deines Mordes nach Azkaban. Ich fürchte, die Dementoren haben dauerhaften Schaden angerichtet. Was? Azkaban? Arme Anne. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, sie hätte mich abgeschrieben.
Ich bereiste jahrelang die Welt, um mein Herz zu heilen. Ich bin erst kürzlich zurückgekehrt. Mehr als Zufall. Ich muss mit dieser Aurorin reden, um zu sehen, wie ich Anne helfen kann. Das freut mich zu hören. Bevor du gehst, könnte ich die besagten Seiten mit der Karte denn auch finden? Ich bin fast sicher, dass ich sie in der Höhle fallen ließ, als ich geköpft wurde. Sie müssten dort mit meinen Überresten vor sich hinschimmeln. Ich sag dir was. Warum treffen wir uns nicht am Rand des verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo genau sie sind? Wär gut. Wie hast du deinen Kopf verloren? Wie hast du deinen Kopf verloren, wenn ich fragen darf? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht vor einem leichten Lufthauch. Das ist gut zu wissen. Das alles, wie konntest du Peeves bestehlen? Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Peeves zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Aha. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen. Was auch immer das meiste Chaos verursacht. Ich habe sie vor der Bibliothek auf dem Boden gefunden. Nicht mein glücklichster Fund, wenn man bedenkt, wozu er führte. Alles klar, ich verpiss mich. Danke. Ich brauche diese Seiten. Für einen Freund. Nun, dann sehen wir uns dort. Magic. Die sahen auch schon mal besser aus. Okay, War hier nicht auch direkt ein... Hä? Warte, Karte. Zum Beispiel hier ist jetzt so eins von diesen Lagern, schätze ich, was ich für die eine nehme. Hüter. Finde raus. Geht zum Koboldlager. Hausmarkt 30. Geheimgang. Hier, Räume Koboldlager. Also ich gehe davon aus. Ja. Okay, das sind die hier. Was ist hier? Na, da muss ich ja voll doof weit. Okay, ich mache jetzt hier die kleine Nebenpresse. Ich will Leuten auf die Fresse geben jetzt. Okay. Räume die Koboldlager. Oh, ich bin mal gespannt, wie mächtig die Kobolde sind. Weil die menschlichen Gegner waren bis jetzt ja alle echt läppsch. Man muss bedenken, ich bin scheiß Fünfklässler, der anscheinend davor noch nicht mal wusste, dass er magisch ist. Zumindest habe ich das so interpretiert bis jetzt. Wir können ja noch nicht mehr das Wingardium Leviosa. Sieht interessant aus. Revelium. Wieso sagt er das hier? Hier ist nichts. Der sagt doch, sieht interessant. Achtung. Sumpfkattler gesichtet. Vorsicht. Zack, zack, zack. Basic-Zauber ein paar rein und diese... Die Dinger sind tot. Also die sind ja wirklich... Ich verstehe es halt nicht. Hier steht random eine Kiste, ein Hocker, ein Laken und noch mehr Scheiße, die ich kaputt machen kann. So, wir räumen jetzt erstmal die Koboldlager auf. Nun, ich muss... Warte. Da liegt was, was ich... Die Brücke hier. Kommt mir bekannt vor, aber... Wir räumen jetzt hier das Koboldlager erstmal auf. Revelio. Siegegegner mit Pretty für das Totalus.
Sollen wir. Das ist ja hier so eine Duellleistung. Das heißt, wir brauchen den Dingszauber. Den hier. Das probieren wir. Können also wir mal auch. Renrocks Lager. Genau wie Madame Bowman sagte. Okay. Ich verhungere. Zauberer haben Angst. Zu Recht natürlich. Die Zauberer haben Angst. Zu Recht natürlich. Petrificus Totalus. Okay. Sorry. Witzig wie ein Aal. Die Zauberer haben Angst. Zu Recht natürlich. Der. Du bist hier irgendwo. Petrificus Totalus. Du wirst bereuen, hier zu sein. Schön, dass du mal vorbeikommst. Oh. Es kommen noch mehr. Ich würde dir eine schöne Tasse Pilztee geben. Einen muss ich aber noch mit Petrificus Totalus aus. Okay, die halten schon ein bisschen. Alter, ich hänge auf der Mauer fest. Du bist wie ein Glumbumpel, den ich verquetscht. Bam. Renrock hat euch alle in den Untergang geführt. Ein Lager erledigt, eins übrig. Mhm. Revelio. Was ist das? Das ist eine Art Mine? Oh, 40. So. Dann da 100 Meter in die Richtung. Zack. So, da sind wir. Wie unverschämt. Okay, hier ist irgendein verlassener Video. Kann ich damit in den das hier und schleichen uns mal ein bisschen rum. Ich hab den Helm nicht angefasst. Aber danke, dass du als erstes mich verdächtigst. Immerhin weiß ich ja, du bist leise wie ein Grabau. Protego! So reagiert so ein Feind. So. Das ist eine bedauerliche Enttäuschung. Okay, rollen, rollen, rollen. Protego! Incendio! Expelliarmus! Leviosa! Vollkommen erbärmliche Handlung! Leviosa! Was soll das? Was geht hier vor?
Leben. Alter. Den hast du schon nicht tot, Bernie. Oh, sie an. Gut gemacht. Ja, ja. Zack, zack. Ja, ja, halt die Fresse. Ich muss jetzt hier machen. Weil ich ein Protego angewendet hab, du. Alter, jetzt sind hier nochmal auf alles klar. Ach du Scheiße. Okay, ich bin fast tot. Das ist echt scheiße. Alter, ich bin weggerollt. Hilfe. Cool. Glaubst du, du hast mehr Ausdauer als ich? Protego! Wirklich? Mehr hast du nicht zu bieten. Ich hab halt nicht. Ran. Ran. Ich habe keine Zeit dafür. Oh. Bisschen Leben, aber wirklich nur noch. Oh Gott. Ich hab keine Tränke mehr. Scheiße. Okay, ich muss mich irgendwie. Eben. Ich nehme Base. Also, ich hab gar keinen Mann. Das wäre ein Hogwarts-Bike wie. Geil, ich bin gestorben. Ja, man, wie lange braucht, muss man keinen Schaden mehr kriegen, bis man anfängt, wieder selbst von. Okay, ich bin hier. Okay, ich muss das komplette Lager neu machen, das war klar. Okay. Wie unverschämt. Okay, wenn ich eine Rolle mache, bin ich wieder sichtbar. Muss die. So. Ja, genau, jetzt ist halt hier oben auch noch einer. Expelliarm! Incendio! Wissen die, wo ich bin? Jupp, wissen Sie. Oh, hier geht mir auf den Sarg. Du sitzt halt echt. Okay. Heil dich mal bitte eben voll. Leviosum! Oh, das ist fein. Alter! Dass die sich zu einem apparieren können. Das ist halt echt kacke. Ich kann da nämlich quasi nicht vor den wirklich. Hallo? Nicht besonders klug zurückzukommen. Incendio! Expelliarm! Leviosum! Ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. Ja, Mama. Und nochmal ein paar Basiszauber random raushauen. Ja, ich hab. Ich wusste doch, dass du ungefähr. Okay. Basiszauber. Noch
Alita Bier, die Alita Bier. Protego! Warum ziehst du es unnötig in die Länge? Gewöhn dich nicht daran! Nein! Ich glaube, du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Mit ein paar Kobolden, die bis jetzt stärker sind als die Menschen, die ich, mit denen ich das jetzt zu tun hatte. Nochmal ein Trag. Oh mein Gott, jetzt habe ich gedacht, ich wäre tot. Jetzt habe ich gedacht, ich bin tot. Was? Hier bin ich. Okay. Expelliarmus! Levioso! Einsammeln. Okay, was haben wir denn jetzt hier noch? Zack. Ich sehe die nicht. Na da. Sammeln. Dein Blut klebt an Ranrocks Händen. Gut. Beide Lager erledigt. Beide Lager erledigt. Madame Bowman wird sich freuen. Huiuiuiui. Das war schlecht. Also, kämpfen bin ich nicht gut. Ups. Okay, hier ist irgendwie alte Magie. Rebellion. Okay. Ich blende erstmal die Folge und dann gehen wir da rein. Alles klar, bis gleich.